bei Kfz Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Elle Petal, Basso Tuning. Wir sind auf dem Leistungsprüfstand. Wir haben die 2000 Kilometer jetzt voll für den Atonium-Test. Wir wollen heute mal schauen, ob dieses Zeug echt was bringt oder nicht. Ja, mir sind auf jeden Fall ein paar Sachen aufgefallen. Positiv, muss ich sagen. Wie viel PS wir genau vorher hatten, weiß ich nicht. Irgendwas mit 174 PS. Werden wir aber gleich nochmal schauen. Und hier ist der Andreas, der ist extra wieder von Bayern gekommen. Er will natürlich erstmal schauen, ob alles hier vernünftig läuft, ob hier nichts getürkt wird. Aber ich muss noch was loswerden. Ja, sag mal. Ich muss dich grüßen vom Sven, vom Peter, von Frank, von Murat, von Hassan. Sollst du mich grüßen? Ja. Wer sind die denn? Das sind meine Zuschauer. Ach so, Ich hab mit denen wegen Atomium telefoniert. Die haben mich angerufen. Ah, du bist doch der Typ vom Ding, vom Video. Da sage ich, ja, okay, ja, so. Ja, grüß mal den Dionys und echt Hammer. Wahnsinn, was du für Leute hast. Ey Leute, schönen Gruß zurück. Wenn ich nicht alle Namen jetzt im Kopf habe, das waren so um die 20 Leute oder so. Echt? Wahnsinn, ja. Oh, Hammer. Schön. Schöne Grüße auf jeden Fall zurück. Ich werde mal sagen, wir starten den Wagen. Wir schauen einfach, was passiert. Vibrationstest machen wir denn jetzt auch schon? Haben wir das im Stand gemacht? Ja, ja, haben wir im Stand gemacht. Ja, okay. Ja, klar. Wir können den Vibrationstest machen. Ja, schon machen wir. Ach so, ja, ganz kurz zum Vibrationstest und zum Geräuschemessen. Ich weiß schon, das ist kein Profi-Werkzeug, aber damit kann es eigentlich jeder bei seinem eigenen Auto prüfen. Darum geht es eigentlich. Mach, weil du hast eigentlich so ein Gerät. Ja, ja, richtig. Ja, und das haben auch sehr viele in Kommentare geschrieben. Warum macht er das mit dem Handy ja, und so? Richtig. Diese Geräte sind heute so smart. Man kann damit Geschwindigkeit messen, man kann damit Entfernung messen, was auch immer. Ja. Deswegen vertraut ein bisschen auf Technik. Was sagst du zum Testen? Ich habe letztens meine Prognose abgegeben. Ich habe gesagt, 15 PS mehr. Das wird 1-2 PS drüber sein. Meinst du? Mhm. Du bist so sicher? Mhm. Wir haben natürlich unser Schiedsrichter, neutral wie die Schweiz. Ey, selber Schweizer schon mittlerweile. Mit dir. Was? Hast du schon mal so einen Test gemacht? Nach 2000 Kilometer wieder zurückkommen, dann so einen Test machen. Hast du sowas schon mal gehabt? Haben wir manchmal was Ähnliches gemacht. Keine Ahnung, ich bin selber gespannt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich habe mich schon oft gewundert. Hast du Erfahrung mit Adjektiven? Ja, das schon, aber ich habe es jetzt nicht in Form von Leistung gemessen. Ja. Daher, ich kann es mir wie gesagt nicht vorstellen. Ich bin gespannt, ja. Wir werden die gleichen Daten wie letztens eingeben. Hast du schon geöffnet. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Du bist neutral, du wirst nicht bezahlt. Also du wirst nur für die Leistungsmessung bezahlt. Nicht geschmiert. Du wirst nicht geschmiert. Warte, die 50 Euro gebe ich dir gleich. Okay? Also sind da andere Räder drauf oder sowas? Ja, ich habe jetzt Winterreifen von Kumo drauf. Nur Winterreifen aber drauf. Nur die Reifen sind genau. Sonst habe ich ja nichts gemacht. Dann brauchen wir auch nichts ändern. Bei dem Auto habe ich natürlich nichts gemacht. Ich habe den heute nur gewaschen. Sonst, ihr wisst ja, ich habe den zusammengebaut. Er ist sogar schwerer als... Ist das eigentlich ein Problem, wenn er jetzt schwerer ist als letztes Mal? Das ist ja egal, ne? Das ist egal. Ich habe keine Zündkerzen gewechselt. Beim Kompressoreinbau werde ich die Zündkerzen wechseln. Kein Luftmassenmesser, nur ein Luftfilter ist drin. Genau, wir werden einmal mit Luftfilter messen. Das heißt, einmal mit Luftfilter und ohne Luftfilter, damit wir den Mythos auch mal haben. Bringt ohne Luftfilter mehr oder nicht? Ich habe sonst gar nichts. Innenraumfilter habe ich auch gemacht, Ölwechsel ist klar und Adjektiv reingemacht von Atonium. Geräusche und Vibrationen messen. Genau. Ich weiß, das letzte Mal so zwischen 5,5 bis 6 hochgegangen ist. Ja. Wenig. Haben wir jetzt einen Mittelwert? Durchschnittlich 5,6. 5,6. Da fahrt man, glaube ich, auch ungefähr so viel. Weiß ich nicht. Müssen wir ein Video gucken. Vibrationsmessung ist eigentlich identisch fast. Ich kann dazu sagen, dass der Motor auf jeden Fall besser läuft. Ich weiß es nicht, ob ich mir das einbilde. Ich weiß nicht, ob er jetzt diese Kilometer drauf hatte. Und deswegen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, er läuft besser. Ob er jetzt weniger verbraucht oder nicht, das kann ich echt nicht sagen. Soll ich dir was sagen? Bei 5 PS wäre ich schon froh. Ja? Natürlich, aber 15 PS. Also ich bin auch 5 ist schon viel. Wir haben hier die letzte Messung. Was hatten wir vorher? Mit dir 175 PS. 0,88, ne, 213,6 Newtonmeter. Okay, ich steige ein, weil ich habe den letzten Mal gedrückt. Mach noch die Radfahrt und dann geht's los. Motor ist warm. Fenster auf, Arm raus. Wenn mit dir gleich sagt Go, werden wir drücken und dann schauen wir mal, ob das Ganze was gebracht hat oder nicht. Beschleunigen mal vierte Gang und dann so. Was war das? Das Ding war Dings, oder was? Boah, hab ich mir jetzt eine Hose gemacht, ne?
musst du gucken, dass die Drehzahl von deinem Tacho synchron ist mit dem Drehzahlmesser. Okay, wie soll ich das denn? Richtig gegangen. Da steht aber eins. Der ist der vierte. Ja. Jetzt ganz durch. Schon, die Kurve ist höher. Beide Kurven sind höher. Ja, also das die blaue und die rote ist vorher. Ja. Und die grüne, wir können die vielleicht mal, oder machen wir so, pass auf, dann haben beide die gleiche Farbe. Die gleichfarbigen gehören also zusammen. Ja. Die untere ist jeweils vorher. Also okay. Das war vorher, ja. Also und das jetzt nachher? Diese wellige Linie war vorher und die jetzt hier so ein bisschen, also relativ glatt ist eigentlich. Okay. Die ist auch konstanter, ne? 200, ja, 228, wir gucken mal, 228. Oh, ich sehe schon. Ja, so 212 Newtonmeter. Okay, wie viel PS haben wir jetzt? Ja, fast 5 PS. Fast 5 PS und mehr? Ich finde 5 PS auch eigentlich sehr gut. Also, und? Aber das sehe ich schon, fast 20 Newtonmeter mehr. In der Spitze, ja. Ja, das ist ja geil. Und das haben wir sogar erreicht bei 4715 anstatt bei 4900. Ja. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir hier natürlich hier die Raumtemperatur, davor hatten wir 23 Grad und jetzt haben wir 17 Grad. Würden jetzt die 6 Grad so viel Unterschied machen, 5 PS? Dafür haben wir ja die Korrektur, ne? Die korrigiert und das rechnet dann auf der Temperatur rauf oder runter. Und das ist dann egal jetzt mit der Temperatur? Falls Leute jetzt sagen, ey, ist jetzt kälter und so. Man kann ja nicht immer unter gleichen Temperaturen messen, deshalb gibt es ja die Korrektur. Ah. Es gibt verschiedene Korrekturen. Sehr wichtig, in dem okay. Fall ist jetzt einfach nach DIN korrigiert, ne? Wir machen jetzt einmal den Luftfilter raus. Und dann messen wir noch eine. Man sagt ja, ohne Luftfilter hat man mehr Leistung. Luftfilter ist raus, hier ist der Luftfilter. Hier, Andreas, hier gebe ich dir. Haben wir mehr PS oder weniger PS? Sehen kann vor allem, du bist ja bei der ersten Messung jetzt, mit dieser 180 PS Messung, die wir gemacht haben, bist du zu spät ins Gas gegangen. Ja. Jetzt hast du direkt Vollgas gegeben, man sieht, dass hier das Drehmoment eher anliegt. Ja? Also, warte mal, wir müssen das so vergleichen dann. Das wäre nochmal ohne, also wie der früher war, der Motor und jetzt mit eurem Zeug, was ihr da reingekippt habt, ne? Ja. Hier ist deutlich eher das Drehmoment da. Ne? Was haben wir da jetzt gehabt eigentlich? 178. 178 ohne Luftfilter. Mit dir? Wie kannst du dir das erklären? Zauberei. Also irgendwas hat sich auf jeden Fall geändert an dem Motor als solches. Ne? Jetzt völlig abgesehen von der Fassung als solches. Ja. Ja. 5 PS mehr, die machen daraus jetzt auch keinen Rennwagen, aber man sieht, wie der halt läuft. Ne? Also ja, ist aber ein Sauger, ne? Sauger, 5 PS mehr. Er würde manche einiges vergeben, aber das ist nicht einfach. Also jeder, der mal wirklich Sauger-Tuning gemacht hat, genau. Und jetzt nicht Auspuff kaufen, bei eBay steht 5 PS mehr oder so, sondern das wirklich akribisch gemessen hat, der wird wissen, dass 5 PS nicht so einfach sind. Ja. Also, wartet mal, kriegt man nicht geschenkt. Und 20 Newton mehr. Das dürfen wir nicht vergessen. Die 20 Newton finde ich auch sehr, sehr gut. Und das ist auch noch eintragungsfrei. Mit den 20 Newtonmeter ist auch so eine Sache, wenn du jetzt mal guckst hier, wir haben hier 101, also wenn wir, das sind ja nur Spitzenwerte, die wir hier vergleichen. 175 PS zu 180, also sind fast 5 PS, das sind ja nur Spitzenwerte. Wenn wir jetzt hier aber mal gucken, wir könnten hier an dieser Stelle mal vielleicht 139 PS, jetzt gehen wir gerade hoch zu 150, das sind also mehr als 5 PS. Ah, das meinst du, diese Differenz. Das sind ja nur Spitzenwerte, die wir hier vergleichen.
Aber genau. Du siehst ja, hier ist das Drehmoment höher, dann ist das. Kannst du mal hier gucken, wie viel Drehmoment mehr hier ist? Ja, stimmt. Es ist schwierig, eine Stelle zu erwischen, weil es so hell ist. Hier, 212 zu 229. Ja, okay. Ja, genau. Ja. Also das ist das, man vergleicht also da nur Spitzenwerte, aber ja, im mittleren Drehzahlband ist die Leistung ja, oder die Differenz höher, also das waren jetzt 10 PS ungefähr. Ja, man sieht auch, dass die Kurve wesentlich konstanter ist, also das heißt, die Leistung ist gleichmäßiger, das ist das, was man spürt, wenn man beschleunigt, dass das gleichmäßig zieht. Früher höhere Leistung. Ja, das heißt, weniger draufdrücken, mehr Leistung, also Sprit sparen. Sprit sparen, ja. Warte mal, wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt spitzen, wo tut man hier die PS rausmessen? Hier oben, die obere Kurve? Draufhalten einfach. Ja, nee, das Drehmoment, blau. Das Drehmoment, okay, blau. Dann haben wir hier, was haben wir jetzt hier? 41, und gehen wir hoch. 4. Das sind dann 14 PS mehr. Oder 13 PS. Ja, also ich muss schon sagen. Ja, also, ja, okay, die Differenz dort. So haben wir alle gewonnen. Ja. Ja, also ich. Also, Win-Win-Win-Situation. Was kostet das eigentlich hier, die beiden? 60. Beiden kosten 60 zusammen. Ja. Also das, was jetzt hier steht, genau nur das einmal reingekippt. Und einmal, ich habe nichts gemacht, also ich schwöre drauf, ich habe nur die Reifen gemacht. Natürlich weiß man ja, was ich alles gemacht habe, aber ich habe keine Zündkerzen gewechselt. Die werde ich erst mal Kompressorumbau wechseln. Nein, also Luftfilter habe ich reingemacht, ist klar. Ne? Ich habe einmal den Luftmassenmesser hier bei dir sauber gemacht. Also ich kann sagen, ich habe nichts dran gemacht. Es ist unglaublich, wir haben teilweise bis zu 15 PS mehr Leistung. Da hat er schon recht, wir haben 20 Newtonmeter mehr, sogar teilweise sogar 25 Newtonmeter mehr. Und ich muss dazu sagen, ich fahre den Wagen. Ich habe den ja am Samstag noch, wo ich die Golfsachen abgeholt habe. Ich muss sagen, ich habe da 700 Kilometer an dem Tag gefahren und ich habe einfach gemerkt, der Wagen zieht sehr, sehr gut. Und ja, Verbrauch kann ich euch echt nicht sagen, weil ich war nicht so langsam unterwegs. Ganz ehrlich, wenn der Andreas sagt, 15 PS mehr und wir haben fast so viel erreicht, dann würde ich ihn auch glauben, dass er weniger verbraucht. Also ihr müsst euch vorstellen, ich sehe jeden Tag in der Halle. Wo ich den am Anfang hatte, habe ich den mal gestartet. Und da lief der erstmal ein bisschen unrund. Und dann hat er sich gefangen. Ich muss sagen, seit ich dieses Atonium reingemacht habe, im kalten Zustand mache ich den an, der läuft sofort super. Ganz kurz hoch, dann wieder runter, läuft super. Und, genau, das habe ich dir gar nicht gesagt, der raucht. Genau, der raucht gar. Wenn man das Auto startet, dann ist dieser stickige Geruch, dieser saure Geruch, der ist nicht da. Der ist nicht da. Also das muss ich echt sagen, der raucht nicht. Das ist jetzt schon die 6. oder die 7. Messung, die ich mache. Ich habe aber keine so einen Test gesehen, wie wir das gemacht haben. Ja. Ne, also wir haben es ja hier, schwarz auf weiß, einer ist neutral wie die Schweiz. Der wird nicht bezahlt, wird nicht gesponsert. Genau, so Tuning. Also wenn ihr mal hier Leistungsmessung wollt oder Softwareoptimierung, das ist euer Mann hier, der so Tuning. Ich bin beeindruckt. Ich bin so stolz auf mein Produkt, echt. 60 Euro. Gibt es noch Rabatt, wenn hier einer irgendwie Kfz-Fuzzi eingibt? Ja. Wie viel? 10%. Alles klar. Unten alles verlinkt. In 2 Wochen machen wir die Auslosung. Die in den kommenden 14 Tagen bestellen. Unter 3 werden jeweils 2 Tickets verlost für Tuning World 2022. Bist du auch da? Ja. Ladest du mich auch ein? Ja. Pass auf, wie schon gesagt, ich habe so um die 23, 25 Menschen telefoniert, die wo gesagt haben, hey, grüß mal den Yunus, er ist Spitzentyp. Ja. Also ich bin auch da. Bis zum 14. bestellen, unter allen, die wo bestellt haben, mit deinem Codewort, tun wir dann jeweils 3x2 Karten verlosen für Tuning World 2022. Okay, das ist ein Deal. Okay. Ich bin fasziniert. Was soll ich noch dazu sagen? Ihr habt es gesehen, es hat echt teilweise bis zu 14 PS was gebracht. Es ist nichts getürkt hier. Also ehrlich, ganz ehrlich, wenn wir hier eine Messung von 175 hätten, hätte ich euch das genauso gezeigt. Ich weiß das. Ich habe sehr viele Sachen schon probiert, was angeblich 300 PS bringt. Wisst ihr selber, mit dem Turbolader und so, habe ich auch gezeigt. 230 PS hat es gebracht. Am Ende hatten wir 250 PS. Mit dir weiß Bescheid. Darum bin ich extra nach mit dir gekommen, damit er das genau zeigt. Weißt du noch mit dem Turbo, was wir gemacht haben? Das angeblich 300 PS bringen sollte. So, hat es nicht gebracht, nee. Haben wir euch gezeigt. Ist manchmal unangenehm, aber die Wahrheit. Ist so. Geil. Kann man sich gönnen? Andreas, was hast du zu deinem Produkt zu sagen? Ich würde ganz ehrlich keinen Mist verkaufen. Ich habe mich ja erst selber überzeugt. Und dann habe ich erst angefangen, das zu verkaufen. Weil heutzutage kannst du
keinen Mist verkaufen, das geht nicht. Und deswegen, also wenn man etwas anbietet, dann muss man zu 100%ig hinter dem Produkt stehen. Und es ist so, es ist nicht die Leistung. Die Leistung ist nur der Beweis, dass das funktioniert. Aber man hat weniger Verschleiß, das Auto lebt länger, die ganzen, also der Katalysator wird später verstopft und so weiter und so fort. Das ist einfach bombastisch. Das taugt was für Tuner, das taugt was für jemand, für der wo alte Autos fahren möchte, für Oldtimer oder sowas, für jeden, der wo das benutzen will. Das ist Hammer. Ja. Von 60 Euro wird man nicht arm. Man kann es mal ausprobieren und selber sich davon überzeugen. 5 Stunden, zweimal schon, war ja hier. Wir haben hier eine neutrale Stelle genommen. Bei Mietier wird er nicht machen, wenn er nicht überzeugt wird. Wir haben es getestet und ich muss sagen, es bringt was. Ja, das kann ich euch sagen. Danke für alles. Dann machen wir so. Ja. Wir sehen uns. Tuning World. Atomium. Weißt du auch, ich sage es immer so ein bisschen anders. So, danke schön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da und gönnt euch auf jeden Fall das Produkt. Für Diesel und für Benziner gibt es alles unten verlinkt. Mit Kfz-Fuzis habt ihr nochmal 10% und habt nur eine Chance, diese Karten zu gewinnen. Auf jeden Fall. Dankeschön nochmal für alles und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzis. Bis dann. Haut rein. Ciao.